Rekordsieger mit 12 Erfolgen. Schier unschlagbar schlägt der Mitsubishi Pajero bei der Rallye Dakar regelmäßig die großen Marken. Wüstenfuchs Stefan Peter Hansel verrät das Erfolgsrezept der Japaner. Nach 90 Jahren Innovation, Wachstum und finanziellen Turbulenzen steht Mitsubishi weltweit für Robustheit und Vielseitigkeit. 1,4 Millionen Autos pro Jahr. Mitsubishi gehört zu den eher kleinen Herstellern auf dem Weltmarkt. Statt mit Größe glänzt die Firma mit Innovationskraft und Erfolgen im Motorsport. Beispiel Pajero. Der neue Offroader überrascht 1983 die Fachwelt bei der Rallye Paris-Dakar mit einem Sieg in der seriennahen Kategorie. Ein enormer Imagegewinn für Mitsubishi, zu einer Zeit, als noch niemand von Allrad- und SUV-Trends spricht. In den Folgejahren wird der Pajero das erfolgreichste Offroad-Rennauto der Welt. 12 Dakar-Siege in 35 Jahren, eine unglaubliche Bilanz. Die einer sicherlich erklären kann, der dreimalige Dakar-Sieger auf Mitsubishi, Stefan Peter Hansel. Ich glaube, dass Erfahrung enorm wichtig ist. Mitsubishi hat 25 Jahre Erfahrung bei der Dakar. Sie sind erfolgreich, weil sie sich nie auf ihren Lorbeeren ausruhen. Wenn wir eine Dakar gewonnen haben, beginnen wir schon 15 Tage später damit, neue Lösungen zu finden und den Wagen sofort weiterzuentwickeln. Plus performante. Et donc, c'est ça vraiment qui est important. C'est jamais s'arrêter de travailler et toujours développer, développer, développer. Faszination Dakar. Die gnadenlose Rallye gilt als eines der letzten echten Motorsportabenteuer. Knapp 9000 Kilometer durch Afrika. Seit 1978 findet der Wüstenmarathon statt. Das härteste Motorsportrennen der Welt. Diese Rallye zu gewinnen, steigert das Image des Siegerfahrzeuges ungemein. Autohersteller stecken Millionen in die Entwicklung der Fahrzeuge und locken mit unglaublichen Honoraren die besten Rallye-Fahrer der Welt. Einmal angefangen als Beifahrer und dann hat man gesagt, Mensch, das ist eine tolle Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, man kämpft ja gegen sich selbst. Es ist ja nicht so, dass man den Gegner sieht. Man sieht ihn abends auf der Zeittafel, aber oft sieht man tagsüber kein anderes Auto. Wenn man mal eins überholt, ist das viel oder zwei, aber das ist schon wirklich sehr viel auf 600 Kilometern. Und das muss man sich mal vorstellen. Also man bestimmt die Zeit alles selber. Man sagt, wie schnell fährt man? Bin ich heute schnell genug? Ich habe keine Referenz. Ja? Und das ist eine extreme Herausforderung. Wer es einmal gemacht hat, der hat den Virus meistens und möchte noch mal hinkommen, mindestens einmal, wenn nicht öfters. Testfahrten in Marokko mit dem Mitsubishi Pajero auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Schotter, Dünen und Sandpisten. Fahren auf jedem Untergrund mit harten Belastungen. Das Siegerfahrzeug ist die vierte Entwicklungsstufe des 270 PS starken Pajeros. Wüstentests sind auch wichtig für die Konkurrenz. Das BMW X-Rail-Gelände im hessischen Trebur. Sven Quandt, ehemals sportlicher Leiter bei Mitsubishi, kennt die Siegergene des Pajero nur zu gut. Die Mischung, sage ich mal. Fahrer mit Erfahrung, mit sehr, sehr viel Erfahrung, über 10 Jahre zum Großteil schon. Und auf der anderen Seite aber ein Fahrzeug, was technisch heute so ausgereift ist und immer nur noch eine Evolution des Vorhergehenden ist. Die Sprünge sind wesentlich kleiner, das darf man auch nicht vergessen. Aber man bewegt sich schon auf einem Niveau, was so hoch ist, was fast nicht mehr zu toppen ist. Bei dem Fahrwerk ist es überhaupt keine Frage, da sind sie deutlich noch besser als die ganze Konkurrenz. Favorit bei der Dakar ist und bleibt das Team von Mitsubishi. Die Japaner haben in den vergangenen Jahren die Rallye dominiert und von 2001 bis 2007 7-mal in Folge gewonnen. 3 Titel gingen dabei an den Franzosen Stefan Peter Hansel. Diese ganzen Siege habe ich quasi in einer einzigen Etappe gewonnen. Bei den anderen bin ich mit der Konkurrenz lediglich auf Tuchfühlung geblieben und habe abgewartet. Nur an einem Tag gebe ich alles, hole mir dann den Vorsprung und verteidige diesen bis zum Ziel. Diese Strategie habe ich bei den Motorradrennen benutzt und das haut auch im Auto ganz gut hin. Das ist eine Strategie, die ich souvent fait en moto et qu'on fait maintenant en voiture et ça marche pas mal. Andrea Meyer, 4-malige Dakar-Siegerin auf dem Motorrad in der Damenwertung. Die Dakar-Pilotin und Schlammexpertin lernte Stefan Peter Hansel 2003 im Team von Mitsubishi kennen und lieben. Heute sind beide ein Paar. Was ihn sicherlich von anderen unterscheidet, er ist unheimlich analytisch. Also er kann die Dinge sehr analytisch und sehr emotionslos betrachten und auch dementsprechend reagieren. Er hat eine sehr gute Balance, egal was er macht, ob das jetzt am Fahrrad ist oder am Skateboard war oder ob man ihn auf die Ski stellt. Er hat ein unheimliches Balancegefühl. Der Franzose hat einen sehr guten Beifahrer, der ihm in der Wüste den rechten Weg weist.
das Team im Fahrzeug, es ist nicht nur Peter Handel, es ist Cotré genauso. Nur dieses Team zusammen funktioniert gut. Wenn Sie den Beifahrer austauschen, werden Sie merken, dass das schon nicht mehr so gut funktioniert. Es ist eine Strategie, wie man fährt. Man muss sich selbst zurückhalten. Man kann eine Dakar nicht Vollgas vom ersten Tag fahren. Das probieren die Anfänger, die merken das dann sehr schnell, dass man am dritten, vierten Tag draußen ist. Sich zurückhalten und wissen, welche Tage man schnell fahren muss. Das hat er beim Motorrad gezeigt und das zeigt er im Prinzip jetzt genauso wie beim Fahrzeug. Trotz aller Triumphe steht Stéphane im öffentlichen Leben. Der introvertierte Franzose gilt als schwer vermarktbar. Dennoch ist er ein Typ zum Anfassen. Kein aalglatter Medienstar, sondern bodenständig, stets freundlich. Ein Star ohne Allüren. Doch zurück zu Mitsubishi. Die Historie beginnt 1870 mit dem Gründer Yataro Iwasaki. Das Modell A entsteht 1917 unter der Federführung von Iwasakis Sohn. Die Weichen für eine Zukunft als Autoproduzent sind gestellt. Auch LKWs und Busse werden gebaut, wie der Fuso B46 von 1932. Damals stolze Werte, 100 PS und Topspeed 100 km/h. 1934 dann wieder ein PKW. Die Technik sehr ungewöhnlich. Ein offener Tourenwagen mit Dieselmotor und Allradantrieb, der PX33, Urahn des Pajero und der Prototyp aller nachfolgenden Geländewagen. Mit ihm begründet Mitsubishi seine Allradkompetenz. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Niederlage für Japan wird der Mitsubishi-Konzern zerschlagen. Dennoch setzt Mitsubishi Heavy Industries weiter auf den Automobilbau. Weil im Nachkriegsjapan fast alle Anlagen zerstört sind, konzentriert man sich auf das Reparieren von US-Militärfahrzeugen. Mitsubishi arbeitet nun eng mit den Amerikanern zusammen, weil technische Rückstände so schneller aufzuholen sind. Das Unternehmen kommt mit Willys Overland zusammen. 1952, die Sensation. Willys vergibt eine Lizenz zum Nachbau ihres Jeeps an Mitsubishi. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Geländewagenspezialisten. Ende 52 kommt der erste Jeep im Hafen von Nagoya an. Nach dem Motto, erst gut abkupfern und dann ständig weiter verbessern, zeichnet Mitsubishi damals die Höhle identisch nach und übernimmt die einfache und robuste Fahrwerkskonstruktion. Die Strategie geht auf. Der erste Mitsubishi Jeep ist geboren. In der Folge sind eigene Innovationen die Regel. Unterschiedliche Vierzylinder-Benzin- und Dieseltriebwerke zwischen 2,2 und 2,7 Litern Hubraum kommen zum Einsatz. Leistung 60 bis 95 PS. Die Jeeps glänzen mit einer für damals stolzen Bodenfreiheit von 20,5 bis 24 cm. In der Nachkriegszeit wird der Mitsubishi Jeep vor allem im Forstbetrieb eingesetzt. Die Lizenz erlaubt, die Fahrzeuge in Japan und angrenzenden Ländern zu verkaufen. Der Lizenzvertrag wird bis 1998 Gültigkeit haben. Beim Jeep lernen die Japaner alles, worauf es bei einem Geländewagen ankommt. Diese Erfahrungswerte münden in die Entwicklung des Pajero, der 1983 auf den Markt kommt. Stéphane Peter Hansel und Andrea Meyer leben in Crans-Montana in der Schweiz. Ausruhen vom Wettkampfstress heißt für sie Cross-Country fahren. Andrea Meyers eine Liebe gilt dem Motorradfahren, die andere Stéphane. Also die Stärken, ganz klar, das ist nochmal der Sport, das Bewegungstalent. Was ich an ihm besonders schätze, er hat unheimlich viel Humor, ist wahnsinnig tolerant. Und zu den Schwächen, ich glaube, es gibt nur eine Schwäche, er kann nicht Nein sagen. Ortswechsel, Frankreich. Nördlich von Besançon ist Stéphane Peter Hansel geboren. Hier leben seine Kinder aus erster Ehe und sein Vater. Unten in der Garage eine schier unendliche Trophäenwand, die die wichtigste Epoche seines Lebens darstellt. Nach 6 Motorradsiegen bei der Dakar und 2 Enduro-Weltmeistertiteln sucht er eine neue Aufgabe und wechselt 2002 auf 4 Räder. Das ist nicht einfach. Auto- und Motorradfahren ist nicht zu vergleichen. Im Auto ist es körperlich weniger anstrengend als auf dem Motorrad. Aber ich musste erst mal das sportliche Fahren lernen.
Das Driften, das Schleudern und natürlich die vielen Sprünge, das braucht Zeit. Man kann nicht eben mit dem Motorrad aufhören und ist dann gut im Auto. Man muss ziemlich viel trainieren. Privat fährt der 42-Jährige den aktuellen Pajero. Und obwohl dieser nicht gerade die Werte eines flotten Sportwagens aufweist, ist Stefan mit dem Fahrzeug immer sehr rasant unterwegs. Da sind schon mal 10 Tickets im Monat für zu schnell fahren drin. Ich mag den Wagen. Er hat einen guten Motor und ein klasse Federungssystem, das an afrikanische Verhältnisse angepasst ist. Unser Allradantrieb ist so weit entwickelt und so ausgetüftelt, dass wir immer eine gute Traktion auf den verschiedensten Untergründen haben. Der Pajero läuft mittlerweile in der 4. Generation. Ein Vollblutsportler soll und wird er nie werden. Der 3,2 Liter Diesel beschleunigt erst nach 14 Sekunden von 0 auf 100. Und bei 170 km/h ist dann Schluss. In schnellen Kurven neigen sich Offroader schon mal zur Seite. Aber wenn der Pajero offenes Gelände spürt, dann kommen all seine Offroad-Gene zum Tragen. Wie etwa permanenter Allradantrieb mit Wahlmöglichkeiten. Eine Visco-Kupplung im Mittendifferential verteilt die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse variabel. Bei Bedarf kann das Mittendifferential gesperrt werden. Gefälle und Steigungen bis zu 70% sind so kein Problem für den 373 Newtonmeter starken Motor. Böschungswinkel vorne von 36,6 Grad und hinten 25 Grad sind ordentlich. Im Gelände ist der Pajero eine Macht. Beruhigend für Peter Hansel, wenn er bei der Dakar ständig auf gefährlichen und unbekannten Wüstenwegen unterwegs ist. Die Dakar ist immer ein Riesenabenteuer. Da kommen bei mir viele Erinnerungen und Emotionen hoch, weil wir dort alles aus uns rausholen. Deswegen fahren wir doch das Rennen. Das ist wie ein spezieller Cocktail aus hohen Geschwindigkeiten, vielen Entdeckungen und der Schönheit der Landschaft. Aber Achtung, dieses schöne Land wird schnell zum Knochenbrecher. Ein kleiner Fehler kann das vorzeitige Aus bedeuten. Mensch und Maschine bringt die Dakar immer wieder an ihre Belastungsgrenzen. Vor allem die Motorradfahrer leben gefährlich, da sie keine Knautschzone umgibt. Doch gerade der Ritt im Grenzbereich macht für diese Extremisten den Reiz aus. Sieg und Niederlage liegen dicht beieinander. Dem Gesamtführenden kann jederzeit ein technischer Defekt oder ein Unfall zum Verhängnis werden. So schön dieses Land auch ist, so gefährlich sind seine Pisten. Wer immer am Limit fährt, riskiert einen Unfall. Ich riskiere nie zu viel, deswegen habe ich mich im Auto noch nie verletzt. Eine Afrika-Rallye ohne Risiko gibt es nicht. Dennoch gibt es 2006 einen Toten. Es erwischt das Mitsubishi-Team. Beifahrer Henri Magnier stirbt bei der Marokko-Rallye durch Genickbruch. Der Franzose hier links im Bild ist der letzte Tote in einem Rallye-Auto. Die ganze Szene ist erschüttert. Stahlgitterrohrrahmen erhöhen die Sicherheit und verhindern schlimme Verletzungen. Der neue Pajero MPR 13 hat nicht mehr viel mit der Serienfertigung gemein. Jede Schraube, jedes Blech, das Fahrzeug, die Elektrik und die Sicherheitssysteme werden speziell im Rallye-Fahrzeug verbaut. Alle würden doch gerne bei Mitsubishi fahren, weil die eben die größere Erfahrung, Zuverlässigkeit und Leistung gerade bei der Dakar haben. Mitsubishi hat ein robustes Auto, ein gutes Team und gute Resultate. Geld ist auch da. Das ist eben ein Gewinnerteam, bei dem will ich bleiben. Je préfère rester chez Mitsubishi, qui est vraiment une équipe faite pour gagner. Da bleiben für Stefan Peter Hansel kaum noch Wünsche offen. Außer vielleicht jenem, noch ein bisschen mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Meine sportlichen Ziele sehen so aus, dass ich mindestens noch einmal die Dakar gewinnen möchte.
pour avoir un record de 10 victoires au total. Dann habe ich 10 Siege und bin alleiniger Rekordsieger als Dakar-Pilot. Dann könnte ich aufhören, immer wieder neue Risiken einzugehen. Ich könnte allerdings nie ganz den Motorsport aufgeben. Dazu liebe ich ihn zu sehr. Am liebsten würde ich mit dem Motorrad hier durch die Wälder heizen, ganz ohne Wettkampfdruck. Ich würde gerne verreisen und in Ruhe andere Länder kennenlernen. Ich sehe momentan viele Länder, aber ständig während des Wettkampfes. Das möchte ich in Zukunft ändern. Die 60er Jahre bringen für Mitsubishi den Durchbruch im Pkw-Bau. 1962 kommt der erste kompakte Colt auf den Markt. 1978 findet er den Weg nach Europa und wird die beständigste Modellreihe von Mitsubishi, was den europäischen Raum und die Verkaufszahlen angeht. 1988 und 2004 wird der Colt von Bild am Sonntag mit dem goldenen Lenkrad ausgezeichnet. 1970 wird die Mitsubishi Motors Corporation gegründet. Das weltweite Vertriebsnetz steht. Dennoch bleibt die Mitsubishi-Produktpalette im Vergleich zu anderen Autoherstellern klein und übersichtlich. Auf Sportlichkeit legt Mitsubishi großen Wert. Legendär für seine Rennsportgene und Traum aller Rallye-Fans, der Lancer Evo 9. Viermal gewinnt ein Evo die Rallye-Weltmeisterschaft. Seit Jahren liefert der Evo Rekordzeiten beim Motorvision Track Test, wo Schnelligkeit vor Schönheit geht. Der Evo 9 ist natürlich wie seine Vorgänger auch ein mörderfahragiles Auto und verlangt in Sachen Reaktionszeit hier auf dem engen Kurs natürlich einiges ab, aber es macht natürlich auch eine Menge Spaß. 2007 kommt der neue Outlander auf den Markt. Nach 90 Jahren Automobilerfahrung soll dieser Mitsubishi mehr denn je Geländetauglichkeit und Straßentauglichkeit unter einen Hut bringen. Das Design soll für die künftige Modellpalette prägend sein. Mitsubishi hat den Outlander gemeinsam mit Citroën und Peugeot entwickelt, aber für einen sehr eigenständigen Auftritt gesorgt. Das Heck sehr cool mit den getönten Scheiben und den weißen Blinkern. Der Outlander hat einen sehr stattlichen Auftritt mit 4,64 Meter Länge. Das sind 20 cm mehr als beim Toyota RAV4 und immerhin noch 8 cm mehr als beim BMW X3. Fette Radhäuser, in denen die 18 Zöller schon fast verloren wirken. Und von vorne ein Schuss Aggression und Eleganz, ein angedeuteter Unterfahrschutz und mittlerweile sehr viel Familienidentität in der gesamten Modellpalette, vom Colt über den Lancer bis hin zu den SUVs. Und hier beim Outlander haben sich die Designer vom Mount Fuji bei Tokio inspirieren lassen. Die berühmte Rallye Dakar, derzeit wichtigster Event für Mitsubishi. Das Unternehmen will auch im nächsten Jahr die Konkurrenz besiegen. Da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Ein Heer von Serviceleuten und Trucks repariert die geschundenen Fahrzeuge während der beiden Rennwochen im Januar. Die Service-Trucks fahren in der LKW-Wertung. Hintergrund? Teilnehmer dürfen sich gegenseitig helfen. So können die Trucks den Pajero überall an der Strecke und nicht nur im Nachtlager reparieren. Manchmal haben wir Probleme, entweder durch einen Fahrfehler, technischen Fehler oder einen Platten. Zum Glück ist mein Beifahrer Jean-Luc Coutré gelernter Kfz-Mechaniker. Das ist ein großer Vorteil. Das war zuletzt rennentscheidend. Bei einer Panne hat Coutré einfach die Kupplung an einem Wasserloch ausgebaut, repariert und wieder eingebaut. Statt großem Zeitverlust fahren die beiden nach einer halben Stunde weiter und können zur Spitze aufschließen. Peter Hansels dritter Titel innerhalb von 4 Jahren ist gesichert. Klar, dass auch deutsche Konkurrenten ihn abwerben wollen. Ohne Erfolg. Ich habe da ein kleines Souvenir für die Deutschen. Kleine Marke, große Erfolge. 12-mal wird der Traum vom Dakar-Sieg für Mitsubishi wahr. Aber die Konkurrenz kommt den Japanern und Stefan Peter Hansel jedes Jahr ein Stück näher. 2007 gewinnen sie nicht eine einzige Etappe. Dennoch reichte es am Ende zum Titel. Künftig wird es für Mitsubishi immer schwerer sein, bei der Rallye Dakar den Titel Wüstensieger zu verteidigen.